Noch steht nicht fest, ob es gegen Gil Ufarim zum Prozess kommen wird. Doch nun gehen die Anwälte des Sängers bereits in die Offensive. Sie werfen dem möglichen Richter im Verfahren Befangenheit vor und befürchten einen Schauprozess. Noch ist nicht geklärt, ob es überhaupt zu einem Prozess gegen den Musiker Gil Ufarim kommen wird. Doch schon jetzt geht sein rechtlicher Beistand gegen das Landgericht Leipzig vor. Der neue Anwalt von Ufarim fürchtet einen Schauprozess gegen den Musiker. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Leipziger Justiz hier einen Schauprozess anstreben könnte, nicht ausschließbar aus politischen Gründen, sagte Alexander Stevens der deutschen Presseagentur in München, der nach eigenen Angaben mit seiner Kanzlei die Verteidigung Ufarims übernommen hat. Fall Gil Ufarim. Neuer Anwalt des Musikers stellt Unabhängigkeit des Richters in Frage als Anzeichen dafür, führt Stevens an, dass die Staatsanwaltschaft Ufarim zum Land- und nicht zum Amtsgericht angeklagt und dies mit der Prominenz des Angeklagten begründet hat. Schließlich habe auch der Körperverletzungsprozess gegen den nicht weniger bekannten, früheren Fußballnationalspieler Jerome Boateng in erster Instanz am Münchner Amtsgericht stattgefunden. M. Abdullahi, die Lösung ist ganz einfach: Ufarims Kette hin, Ufarims Kette her. Wir haben ein riesiges Problem mit Antisemitismus. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat den 40-Jährigen wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt. Der Musiker hatte im vorigen Oktober in einem viralen Video Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Das Leipziger Landgericht hat nach Angaben einer Sprecherin noch nicht über die Zulassung der Anklage gegen Ufarim entschieden. Damit wird in den kommenden Tagen gerechnet. Anwalt Stevens zweifelt Unabhängigkeit der Justiz an. Stevens spricht von einer massiven medialen Vorverurteilung seines Mandanten und zweifelt die Unabhängigkeit der Leipziger Justiz an. Trotz der grundrechtlich geschützten Unschuldsvermutung haben ausgerechnet der Landesvater, Ministerpräsident Kretschmer, aber auch beispielsweise Ex-Justizminister Heiko Maas sich im Vorfeld zur Sache inhaltlich geäußert und ihrer untergebenen Justiz damit Leitlinien einer Verurteilung quasi vorgegeben. Podcast Erster heute wichtig live Podcast Haltung oder Hetzjagd. Der Fall Gil Ufarim. Schon vor der Zulassung der Anklage haben Stevens und sein Team nach eigenen Angaben darum einen Antrag gestellt, den zuständigen Richter, der über die Zulassung der Anklage entscheidet, wegen Befangenheit abzulehnen.